Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Wir sind bei Hasegawa. Und als wir hierher gefahren sind, sagt Marc, das ist ein ganz kleiner und er macht nur Kohaku. Hat auch keine Nachkommen. Er und seine Frau, mittlerweile, sie haben mir erzählt, er ist 76, sie ist 73. Ganz alleine. Und dann, als wir angekommen sind, hat man gemerkt, das ist ein Handwerker. Also es gibt Züchter, die sind eher Künstler und es gibt Züchter, die sind eher Handwerker. Und ich hätte ihn jetzt zum Typ her eher als Handwerker. Der hat sein Leben lang gearbeitet, ist aber voller Strahlen, voller Freude an dem, was er hier macht. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, welche Linie züchtest du eigentlich? Züchtest du die Kagura-Beni, das, was eher von der Dainichi-Richtung kommt, oder die Senske-Linie, das heute insbesondere bei Sakai sehr stark gezüchtet wird? Dann sagt er, nee, weder noch. Er züchtet die Tomoin Kohaku. Und es ist mir eingefallen, als ich Nishikigoi Taikan 1 recherchiert habe, wusste ich, Tomoin ist eine sehr, sehr alte Blutlinie. Ich wusste jetzt aber im ersten Moment nicht mehr, für was sie steht. Dann hat er mir erklärt, Tomoin sind insbesondere bekannt dafür, dass sie eine sehr, sehr weiße Haut haben. Also die wurde auch zur Entwicklung anderer Blutlinien dann verwendet. Aber insbesondere steht es so eine weiße Haut auch für ein schönes Beni. Dann sagt er, zusätzlich zu dem Tomoin Kohaku hat er noch Manso-Blut mit drin. Auch Manso ist eine sehr, sehr alte Blutlinie und die bringt einen guten Körper, also dass die Fische groß und auch kräftig werden. Dann frage ich ihn, ja, und wie viele Elterntiere züchtest du? Dann sagt er, eines. Er hat ein Elterntier, das ist heute 12 Jahre alt, wird seit 5 Jahren erfolgreich gezüchtet und das ist alles, was er hat. Also nicht wie viele andere Züchter, um die Qualität, die jährliche Qualität zu garantieren, dass man 5, 6, 7, 8 zum Teil pro Varietät 20 Elterntiere und mehr züchtet, sondern wirklich traditionell, das funktioniert, das wird gezüchtet, ein Weibchen, zwei Männchen dazu. Dazu züchtet er noch ein paar Showa, sagt er, das ist aber nur 10% seines Ausstoßes, das sind gerade mal, aber nein, nicht gerade mal, und das auch nur mit einem Elterntier. Dazu hat er in den Bergen oben, hat er 6 Naturteiche, dann sage ich, 6 Naturteiche ist aber auch nicht viel, wie viele Fische produzierst du? Und dann sagt er, 10.000 Einjährige und 750 Zweijährige. Dann sage ich, ja, dann müssen das ja um Gottes Willen riesen Teiche sein. Dann sagt er, nee, nee, das sind kleine Teiche. Wir machen auch nicht bei dem Jumbo Tosai-Spiel mit, sondern bei ihm werden, wie bei noch manchen anderen Farmen auch, die Fische wirklich klein gehalten und nicht klein gehalten, nur klein groß gezogen, auf eine kleine Größe herangezogen im ersten Jahr und wachsen dann im Naturteich auf 35, 40 Zentimeter heran. Also ein Züchter, der ist einfach anders macht, er hat keine Nachkommen, er hat auch gesagt, irgendwann die nächsten Jahre hört er auf, dann gibt es die Farm nicht mehr. Wenn ich hier in dieses einzige Glashaus von Hasegawa reinkomme, wird es in den Becken aussehen, wird man an den kleinen Fischen und an den größeren wirklich erkennen, dass die Haut weißer ist, dass sie weißer ist als bei manch anderen Blutlinien. Und dann war es natürlich wieder Gesetz der Regel, dass in dem Teil rechts hier findet gerade eine Medikation statt. Da ist ein gelber Wirkstoff drin oder ein Wirkstoff drin, der das Wasser gelb färbt. Also da könnten wir uns kein Bild drüber bilden. Aber ich glaube, wenn Sie jetzt gleich die Einjährigen auf der linken Seite sehen, dann sagen Sie wirklich, wow, absolut cool. Und das machen wir jetzt, die schauen wir uns jetzt an. So, hier auch alles sehr, sehr sauber. Achten Sie einfach mal darauf, wie weiß die Haut von den Kleinen ist. Das ist also wirklich richtig, richtig brutal. Man sieht auch schön die 10% Showa. Wenn er wirklich nur das eine Glashaus hier hat, dann hat er hier wirklich mächtig was zu tun. Und das sind die sogenannten Tomoin Kohaku. Und ja, dann habe ich ihn natürlich gefragt, ja, was ist, wenn dieses Elterntier ausfällt? Dann meint er, naja, das ist natürlich nicht gut, das ist schlecht. Aber er hat dann noch Elterntiere, Oyanos Bär nennen die Japaner das. Dann sage ich, ja, aber das wissen Sie ja gar nicht, ob das funktionieren wird oder nicht. Sagt er, nee, das weiß man nie, das wird sich dann zeigen. Und das weiß er dann halt wirklich erst dann, wenn es soweit ist. Aber rein mal, wie weiß, wie rot, so wünscht man sich Kohaku. Auch haben die keinen Orangestich, sondern für kleine Kohaku haben die wirklich dieses Akai, dieses Rot-Rot. Nicht dieses Orangerot, nicht dieses Gelbrot, nicht dieses Kaki-Rot. Aber das ist halt von der ganzen Zucht, Aufzuchtmethode und Blutlinie. Hier ist wirklich alles
traditioneller Style, nicht modern, weder Aufzucht noch die ganze Blutlinien-Thematik. Aber ich glaube, man macht sich hier auch gar nicht so den Kopf mehr, sondern also die Körperform sehen wir auf jeden Fall. Hasegawa war Family no Namae. Nisai? Also wir sollen zu den Nisai kommen. Wir bleiben hier trotzdem noch kurz eine Sekunde stehen. Gucken hier noch rein. Ob das jetzt der Familien- oder der Farmname ist. Sie wissen, dass ich das immer wieder mal... Das ist schon ein cooles Bild. Dass es nicht unbedingt das Gleiche sein muss. Das weiß ich gar nicht. Wo die hin sind? Ah, also hier wird gerade auch ein Shipment vorbereitet. Jetzt geht es einmal durch die Garage. Hi. Achso, du bist Nisai. So, hier sind die Nisai. Chodo, ewo, tomete mo ii desu ka? Hat gefragt, ob er kurz die Luft ausmachen kann. Ah, die gleichen Sake-Kisten wie. Moshiroi. Das ist übrigens Hasegawa-san. Hasegawa no Kasoku no Namae. Sumimasen. Hasegawa wa sono kasoku no namae. Farm no namae? Nein, no. Hasegawa wa? Hasegawa. Sono anata no namae. So. Ah, also es ist sein Name. Ja. Ja, und jetzt sieht man sehr eindrucksvoll. Hontou ni hata wa honma ni shiroi. Mashiro. Das Mashiro wäre jetzt falsch, das würde heißen, dass der Fisch komplett gelb ist. Aber als ich vor 20 Jahren das erste Mal nach Japan kam, das sah es so bei den Züchtern aus. Das ist jetzt ein traditioneller Blick, ein traditionelles Züchterbecken. Also wie weiß die sind, das ist wirklich unglaublich. Gebt ihr mir hier recht? Die kennen wirklich kein Gelb in der Haut. Hier haben wir noch ganzen Schwung. Also sind mit Sicherheit 150, 200, wenn es reicht. Sehen wir es ein. Ist gerade niemand da. Da hinten haben wir noch Tosai. Sumimasen. Ano Nisai wa nanbiki kurai? Sono niapiki? ここは150匹です。150匹. Also das sind noch 150 von 750, die sie geerntet haben. Sore wa urimono desu. Sore wa urimono. Sore wa... Also mo... Urakata. Ugyakusenokoi. Also das sind Kundenfische, die nach Thailand gehen. Wahnsinn. Toll, in solche Becken zu schauen, wo einfach nur Kohaku drin schwimmen. Und ja, und das sind die Tadigoi, sagt Mark gerade.
sort of a, they become 3-year-old here. Yeah, some yeah. Ja, wieder eine neue Geschichte aus Niigata, auch interessant, vor allem, weil sie die Tradition betrifft. Und so wie mir Herr Hasegawa gesagt hat, ist er der Letzte, der Einzige, der noch reine Tomoin-Blutlinie züchtet. Und das ist mir natürlich eine Freude, dass ich das noch aufnehmen durfte. Und hoffe, Sie hatten Spaß mit dem Blog, so wie unsere Kunden gerade Spaß mit den Kohaku haben. Sie sehen es an der Geste hinten. Das ist wirklich was Besonderes. Und wer weiß, vielleicht sind die eines Tages wieder sehr begehrt, die letzten Tomoins, die es dann gibt, um sie bei den sehr hochgezüchteten neuen Blutlinien dann wieder heranzuziehen, um das Blut wieder aufzufrischen. Weil, das ist wie in der Mode, alles, was mal da war, kommt wieder. Und in diesem Sinne, Ihnen noch einen schönen Tag.